そう。아마 이게 유튜브 쇼인가선네겉으로만다니지만유튜브쇼인가안지용좋네개인Ja, was soll ich denn da benutzen? Metall, Glut? Probieren wir mal Glut. Wäre echt perfekt gewesen, ne? Bitte nochmal Level 10. Sehr schön. So, diesmal nicht abhauen, okay?10? Sehr schön. Aber nur weiblich, nur männlich, wa? Bitte da bleiben. Weiblich 8. Sehe ich hier da etwas Diskriminierung? Na toll, jetzt ist auch noch Level 20. Was will er lernen? Rauchwolke. Rauchwolke senkt Genauigkeit des Gegners mit Rauchtinte oder ähnlichem. Wenn ich seine Genauigkeit wegmache beim Abra, sagen wir mal, ich benutze jetzt Rauchwolke, ist denn die Chance gegeben, dass der, dass er den Teleport verkackt? Ich weiß auch gar nicht mehr, was besser war, ob der 10er besser war oder der 8er besser war. Eigentlich versucht man ja immer den höchsten zu bekommen, aber manchmal ist es tatsächlich gar nicht so klug, den höchsten zu holen.
bei der Niedrigstufige dann entweder A, bessere Stats bekommen kann, dadurch, dass er halt niedriger war, wo er gefangen wurde. Aber auch dann zum Beispiel, sagen wir mal, mit Level 9 erlernt er jetzt zum Beispiel irgendwie so ein Special Move oder so, den den 8er, den der 10er zum Beispiel nicht hat. So, jetzt sind wir zu stark mit Gutex so für den Level 10er. Das ist ein bisschen schlecht. Deswegen wollte ich ja eigentlich auch nicht, dass er aufsteigt. Oder ich muss den Spielstand nochmal neu laden. Machen wir mal. Mir gespeichert. Wieder. Oh, da sind wir. Upsi. Ja, ich hätte gedacht, ich hätte danach noch mal gespeichert, aber anscheinend nicht. Alles kommt. Also immer noch Pikachu Level 20 bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, mein Nugget. Vermindert Angriff von Pikachu. Ja, solange es nicht der Spezialangriff ist. Weil mit Ruckzuck-Kip kann ich ja sowieso nicht angreifen, weil den habe ich ja nicht. Gut, jetzt sind wir wieder so, wo wir vorher waren. Hoch, meine Güte. Exo tauschen. So, du Sack. Komm mal nicht ab. Synchro von Abra hat keine Wirkung auf Group Text. Oh Mann, ey.
Hat einen Schritt. Das zählt auch als Schritt. Männlich der Level-Szene. Das Ding ist, der Teleport kann auch fehlschlagen. Macht er aber bisher noch nicht. Schlag viel! Was? Was denn der für eine Verteidigung? Zehn Versuche, Mann. Bis ich wieder zurück. Oder ich muss es wirklich mal probieren mit dem Sandwirbel. Wie viel Schaden kriegst du eigentlich mit dem Kratzer? Zu wissen. Der hier.
Echt jetzt? Weiblich 10. Ah, okay. Vielleicht traut sie sich ja mal und bleibt jetzt. Kann nicht wahr sein. Aber wird wahrscheinlich viel zu lahmarschig sein. Wahrscheinlich viel zu lahm sein für den Sandwirbel. So, jetzt bauen wir mal so ein Apparatus.
Ich habe deine Vorstellung aus dem Gras heraus beobachtet. Sandwirbel wirklich so lahmarschig? Weil die haben ja auch so Prioritäten-Mist und so, ne? Von wegen wie schnell oder wie langsam die da rauskommen und so. Ich glaube, sie erreicht Level 12. Retter. Nee, bleiben wir mal bei Topsy. Taubsi wurde vergiftet. GZ Taubsi. Slam. Slam. Ah, jetzt gibt mir so einen scheiß Abratz, ey. Sonst raste ich aus. Nein. Nein.
Muss ich mich wieder hinter dem Typen stellen? Oder? Okay, wir stellen uns wieder hinter den Typen. Also als wenn da oben kein Abra kommt. Hier hinter dem Zimmer da. Okay, ich werde gleich die Power des PCs benutzen. So wie sag ich schon mal. Nur wie Sack. Alter! Spawn doch mal jetzt ein Abra! Aber mir fehlen die Worte. Dass jetzt gar nichts mehr kommt, fehlen mir echt die Worte. Weiß nicht, was ich zu dem Scheiß sagen soll. Moin Lukas Maxen, 1404. Vielen Dank fürs Folgen. Da will wohl jemand chatten.
Sinne, dass hier nichts mehr kommt. Nur Level 8, Mann. Ich will Level 10 haben. Level 10, so. Power des PCs. Safe State. Genau. Klingt denn gar nicht so, oder? Wie habe ich den denn damals bekommen? Kannst auch speichern und einfach direkt beiwerfen. Genau wieder. Gute Idee, Mädchen. Toll, Abra wurde gefangen. Yeah! So ein Scheiß.
Also für diesen tollen Hinweis. Wenigstens einer, der mitdenkt. So was muss belohnt werden, wenn Leute mitdenken. Abras, Psi, nicht mal einen Meter, ey. Kleiner als Mädchen. Es schläft 18 Stunden am Tag, währenddessen setzt es eine Vielzahl zusätzlicher sensorischer Kräfte ein. So, jetzt müssen wir uns hier natürlich erstmal wiederholen. What the... Ablegen. Okay, also wir legen Pummeluff ab. Damit Inky... Ich weiß nicht. Das Mapbo kann man erstmal nicht. Ja, ich würde auch erstmal bei denen bei 3 bleiben, beziehungsweise würde halt ein Psycho-Pokémon Abra mitnehmen. Ich würde auch Smetbo nehmen als Psycho-Pokémon, weil dann hast du zumindest noch ein Fliegen-Pokémon und ein Gift-Pokémon. Aber wir gucken erstmal, ob das so okay ist. Okay, müssen wir uns jetzt erstmal angucken. Aber okay, wir können uns jederzeit zumindest zurück teleportieren, ist auch schon mal ganz gut. Gericht. Achso, da. Okay. Nächster Level. Synchros Fähigkeit gibt Stadtprobleme weiter. Okay, er hat nur Teleport bisher. Weiß zufällig jemand, ab wann Abras seinen ersten Skill lernt? War das mit 12? Oder war das sogar schon mit 9 und deswegen muss man den 8er fangen? Wenn wir den mal tauschen. Ich komme gerade vom Mondberg und den Tappet. Also habe ich dich schon besiegt? Mascholo. Nee, nicht Flucht. Mascholo, was für ein Level war der jetzt? 15. Stahl war gut gegen Stein. Ist ja Stein? Nee, ist ein Kampf-Pokémon. Er pumpt sich auch. Okay, Glut. Ah, okay.
Nee, 3, 2, 1, 2, 1, 2. Gut, Texo versucht Rauchwolke zu lernen. Ah, ja, 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 ich erinnere mich. Machen wir für Heuler weg. Machen wir Heuler weg. Dann lerne ich lieber von wegen, dass wir die Genauigkeit reduzieren. Kleinstein. Pokémon wechseln? Ja. Metallklaue! Bäm, Junge! Heutreffer! Du hast schwer gekämpft! 540! Kann ich mir zwei Pokébälle kaufen? Oh. Hauptzi, du bist dran. Press den Wurm. Windstoß. Die Trainer der Gegend kommen zum Üben hierher. Okay. Teenager Radfratz. Gut. Er brennt. Hyperzahn? Habitat. Natürlich wechseln wir. Gatschu. Achso, ich hätte vorher. Nein. Egal. Punisher. Du bist richtig gut. Du möchtest zu Bill, aber erst wird gekämpft. Oh, nix. Abra, du bist dran. Level 17 ist schon echt hart. Ach ja, und Stein ist effektiv gegen Flugmonster, ja, genau. Logisch. Werde ich das vergessen, du. Heuler! Heuler! Und? Fängt er schon an zu heulen? Noch nicht, aber gleich. Rotenschlag!
Es gibt ja nicht nur zwei durch den. Oh Mann, ey. Einmal Volltreffer bitte. Danke. Kreideschrein. Nicht jetzt. Komm mal ein Blatt. Mach ein Blatt. Ja, ich gebe auf 612 Poké-Dollar. Ich hab mit Level 12 hat er noch keinen Angriff? Lass mich raten, dass er ab 14 war oder so. Jedes Pokémon hat seine Schwächen. Man sollte daher unterschiedliche Pokémon trainieren. Genau, Mienchen. Ich habe in Orania City mit meinem Papa auf der MS Anne eine Party besucht. Gab es auch Alkohol? Fleckmon. Ach, das Ding. Fleckmon. Ist so ein Wasser-Pokémon. Voll der Heulei. Donnerschock. Sehr effektiv. Und tschüss. Level 13. Immer noch keine neue Power. Jetzt bin ich echt sauer. Oder nicht auf mich, oder? Hallo, mein Freund ist cool. Aber ich bin noch viel cooler. Warum heißt er da jetzt eigentlich Picknicker? Und nicht mehr Pfadfinderin? Sind das nicht die Pfadfinderinnen? Doppelkick. Spielst du Pokémon Mond? Nee, ich spiele Feuerrot. Das ist ein Remake. Oh nee, jetzt bin ich auch vergiftet worden, oder was? Hm, na toll. Als nächstes wird Nidoran weiblich von Picknicker Root eingesetzt. Okay. Aber dann werden wir trotzdem nochmal auf Abras wechseln. Ich wurde ja 14 nach dem Kampf. Ich dachte, er erst ab Level 16 oder so ein neues Skillpunkt, also eine neue Fähigkeit. Wäre mir denn persönlich auch ein bisschen zu spät. Würdest du mehr feiern? Im Prinzip kenne ich nur die Alten. Ich kenne nur Generation 1. Bin ja so schon überrascht, was die hier in diesem Remake alles geändert haben. So kenne ich das ja gar nicht.
Blutexo ist besiegt. Lang lebe Blutexo. Mach es fertig, Taubsi. Tackle. Lecker. Hat aber leider nicht gereicht. War nicht eine Form. Hab ich gemerkt, ja. Da habe ich gerade mal zwei Gegner besiegt. Bei Pokémon-Trainer. Und muss schon wieder zurück, oder was? Wenn mein Glutexo besiegt ist. Ich hätte zwar noch ein... Ja, okay, komm. Probieren wir mal noch schnell mit den anderen vielleicht. Kriegen die ja auch noch ein paar Pünktchen. Falls nicht, muss ich doch zurück. Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Na, dann geh doch weiter. Kleinstein, ach du Scheiße, aber auch keine Chance, Mann. Mein Mankey nicht mit. Taubsi, du bist dran. Ach ja, ist ja wieder Flug-Pokémon gegen Stein-Pokémon. Wie viele Sandwirbel sollte man machen? Ich würde sagen 3. Sehr effektiv, ja. Ja, haben wir eigentlich verkackt, oder? Aber nur hoffen, dass er sehr häufig daneben haut jetzt. Um die 40 Mal. Feuerstoß macht Feuerstoß schon. Windstoß macht genauso wenig Schaden wie Tackle, ne? Volltreffer. Aber wir haben ein Problem. Er hat doch danach immer noch zwei Pokémon, oder? Slam. Ja, nee, ne, das, nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Oder ich könnte irgendjemandem Mega-Hieb beibringen. Aber da kommt ja wahrscheinlich eh bloß Glutexo in Frage. Oder? Katze, Rauchwolke, Stahl, Glut. Oder Pikachu?
Und dann Pikachu, hast du Bock? Mega-Hieb? Ja, der Wanderer hat es echt in sich, besonders mit seinen freien Pokémon, dadurch, dass ich auch keine Kampf-Pokémon mehr habe. Ist ja besonders knackig. Aber ich würde sagen, ob wir ihn schaffen oder nicht, das sehen wir dann beim nächsten Mal.